Teenie-Rock statt asiatische Klänge. Wer bei Tokyo Hotel an eine Übernachtungsmöglichkeit im fernen Osten denkt, ist an der falschen Adresse. Dafür bieten die vier Jungs aber jede Menge gute Musik, die sie anfangs unter dem Namen Devilish, also teuflisch, spielten. Allerdings wollten sie für den Start ihrer Musikkarriere einen Namen mit tieferem Background. Tokio ist ja irgendwie schon abgefahren, obwohl wir alle noch nicht da waren. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil das, was wir jetzt erleben, haben wir auch noch nicht durch. Und darum wollten wir auch eine Stadt, wo wir noch nicht waren irgendwie. Und da haben wir gedacht, das symbolisiert das ganz cool. Und Hotel halt, weil wir so viel unterwegs sind. Und ja, ich meine, Berliner Rasthof hätten wir auch nehmen können, aber Tokio Hotel klingt ja auch geiler. Durch den Monsun heißt die erste Single der Magdeburger Boys, die richtiges Ohrwurmpotenzial besitzt. Die Dreharbeiten zu ihrem Video fanden an einem See in Berlin statt. Allerdings gab es vorher reichlich Diskussionen über den Drehort. Eigentlich wollte die Band ihren ersten Clip lieber in der Großstadt aufnehmen, denn auf Natur und frische Luft stehen die Jungs überhaupt nicht. Herbst ist zum Beispiel eine typische Jahreszeit für Draußis. So Zelten ist typisch für die oder halt spazieren gehen. Wir sind mehr so die Leute, die in der Großstadt abhängen, sind halt so Drinnis und wir hocken auch hinter den Cafés rum und wir gehen auch ganz gerne mal auf Partys, aber wir sind meistens auch drin. Naja, die nächste Single kommt bestimmt und dann steht dem Video in der Großstadt ja nichts mehr im Weg. Vielleicht sogar in ihrer Traumstadt Tokio.